Und wir sind wieder da. Resident Evil Revelation 2. Bosskampf. 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. Ja, wir sind nicht gerade aufgestanden, wir sind immer noch wach. Ja. Und Horror, pure Horror. Ja. Ab in die linke Ecke. Sie sind tot. Toll gemacht. Dein Todtext. Oh, mutierte Petrus, die mit dem Drill trifft, bedeutet das den sicheren Tod. Na super! Explosiv, Brand, warte mal. Ich glaube, am meisten bringt es wirklich drauf zu schießen. Ich glaube, kann man dann jetzt irgendwie. Warte, ich kann das hier rüber. Bringt natürlich auch super viel, wenn wir diese ganzen scheiß Kräuter haben, wenn wir einfach trotzdem sterben. Ja. In einem Schlag. Guck mal, die stacken. Hä, warum? Ja. Was haben wir hier? Köder. Vielleicht nimmst die Scharfschützenmunition raus, weil ich glaube, du kannst vergessen, auf dem mit dem Scharfschützengewehr drauf zu schießen. Ja, stimmt wohl. Ja, würde ich eher. So, alles vorbereitet. Warte mal. Oh. Ach ja, der kam jetzt hier in dem Raum, ne? Genau. Ich glaube, ich verballer erstmal. Vor der Tür alles. Ja. Ich hab Angst. Ich will das nicht. Natalia, zurück! Das passiert also mit Ihnen. Wer hält denn erst nach? Ruhe! Ich will auf die andere Seite. So, und dadurch, ne? Ja. Wo ist Natalia? Die ist auf der anderen Seite. Ja. Das muss man bestimmt auch ausnutzen. Weg! Der hält aber auch scheiße viel aus, ey. Boah! Der kleine in die Fresse. Gesägt. Kannst du mal wehtun. Oh, ich muss ja wieder nachladen. Wow! Weg! Oh! Alter, dieser verdammte Ansturm. Das Monster kommt! Ach, du blödes kleines Mist. Oh. Zeig's doch. Du bist aber ein bisschen Panik, oder? Bisschen? Ja, noch. Genau, jetzt auf die andere Seite. 5 Schuss hier. Wow. Das Job ist, dass du einfach so ein One-Hit bist. Wow. Ja. Die Muni geht mir gerade ein bisschen aus. Oh! Weg! Ich setze jetzt alles darauf, dass Sven das schafft. Weg! Oh, okay, das war nur so eine Breitseite mit dem Bohrer. Heilen! Oh! Ah! Nee, ich glaube nicht, dass er tot ist. Er geht in die Knie! Doch. Geil. Oh yes. Sven, der Resident Evil Boss. Boss Basher. Die sollten eine neue Punkteform einführen. BB. Boss Basher. Ja, nicht BP. Ja. Wie, das sind Augen. Erinnert mich ein bisschen an Soul Calibur. Ah, oh, stimmt. Ja, geil. Ich bin mal wieder sehr stolz auf mich. Eigenlob stinkt, ich weiß. Huh. Die hatten Ziegelsteine. Ja. Ich hätte ruhig mal mit draufschlagen können. Ja, ganz die Pistolenmuni. Wir haben, glaube ich, gerade, also ich habe, glaube ich, gerade die ganze MG-Muni verballert. Ja. Aber egal. Da liegt noch irgendwas auf dem Tisch, oder? Hier auf dem Tisch? Ja, auf der anderen Seite. Da auf diesem kleinen Recht. Stein. Achso, Nee. Hier meinst du, ne? Achso, nee, das sah so aus. Sah nur so aus. So eine Kiste. Hinter dir. Toll, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt können wir mit dem Bohrer wahrscheinlich. Genau. Durch diese eine Tür. Oder Tür, Wand.
muss ganz runter, oder? Ich glaube ja. Ich habe immer Angst, dass du beim Wort zurücklaufen da auf einmal irgendwie was wieder auftaucht. Ich glaube, jetzt ist es zu weit. Wofür ist denn das hier eigentlich? Ja, war das hier in der Etage? Warte mal. Nee, Quatsch, wir müssen wieder komplett zurück. Das war, glaube ich, da, wo der Aufzug war, oder nicht? Ach so, stimmt, ja. Das ist da vorne. Da, genau. Ja, jetzt könnte man theoretisch gesehen das halbe Level zurücklaufen, um zu der einen Wand zu kommen. Wo wir am Anfang nicht durchkamen. So, Kleine, beschützt mich während ich bohre. Ich glaube, so weit kommen wir gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nee, dazwischen haben bestimmt diese Dinger, wo man runterspringt. Aber der Typ alles rumschleppt hier. Waffen, Muni, Heilkräuter und Bohrer. Drillbohrer. Der verschwindet mal wieder in der Tasche. In der Rucksack ist einklappbar. Natürlich habe ich auch immer dabei in meiner Tasche. Oh, hier haben wir die doch das letzte Mal gesehen. Genau, hier ist der Hubschrauber. Guck mal, da sind Fußspuren. Taps, taps. Mora. Mora. Barry. Genau den gleichen Armreif wie du. Ach, das ist dein. Ach, der hat auch das Messer. Wie Schwester. Ach, stimmt. In der Hand auch noch. Ja. Ja. Was für ein verfluchtes Experiment war das? Ja, Gabe ist das. Mhm. Ja, ich glaube, dass es nicht mehr lange jetzt geht. Er ging ja bis hier vorne und dann war ja Ende. Kann ich kurz kaputt schauen? Ja. Ich und genau, hier kommen wir raus, ne? Ja. Der nette Mann hat mich geholt. Der nette Mann? Aha. Von Terra Safe, der mich gerettet hat. Achso, ne, hier. Ob Moira es wohl zum Turm geschafft hat? Ja, aber wieso netter Mann denn? Komisch. Hä, ich dachte, sie weiß, dass Moira tot ist. Ja, auch da. Vor allem der nette Mann von TerraSafe, und wieso hat er sich dann nicht den anderen erkenntlich gezeigt, wenn er so nett ist? Ah, nett ist ja eine Interpretationssache. Wesker! Hier ist nix. Wahrscheinlich geht's jetzt wirklich da rein. Das ist doch schon der Turm, oder? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ja, also es geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall irgendwie Richtung Turm, zum Turm. Und ja, hier ist ein Schlitz offen, das heißt, hier geht's bestimmt weiter. Jetzt müsste irgendwo auf einmal so ein Umbrella-Zeichen auftauchen. Stimmt. Das vermisse ich noch so ein bisschen. Also noch scheint es weiter zu gehen. Dieser Ort ist anders. Ja, echt schaurig. Echt schaurig, was? Ach was. Wieso kommen jetzt hier so dunkle Räume hier? Ich mag das nicht. Aber ich sehe keine stinkenden Leichen oder so. Oh, hier liegt was. Aufzeichnung des klinischen Experiments. 24. Januar 2010. Wir hatten letztens was, glaube ich, mit 2006 und 2008. Also scheint das über mehrere Jahre zu gehen. Die Testläufe für das Tephobos-Virus. Oh Gott, ey, was alles gibt. Wir sind fast abgeschlossen. Wir haben die Mortalität des T-Virus verringert. Ah, okay. Gleichzeitig haben wir die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Virus ausbricht, wenn die Testperson hohem emotionalen Stress ausgesetzt wird. Außerdem haben wir die Virenresistenzrate auf unter 2% gesenkt. Alles verläuft nach Plan. Wir haben jedoch nur wenig Zeit. Wir sind der Perfektion nahe. Aber wir haben keinerlei Spielraum für Fehler. Okay, was haben wir hier an der Wand? Scheiße. Natalia? Stimmt. Da steht unser Kill? Crush? Natalia. Okay, hat jemand hier Crush an uns? Überall steht Natalia. Natalia hat einen Verehrer. Wie? Was ist das da? Ne, es ist klar nicht aus. So, die öffnen wir doch noch. Meins. Boah, perfekt. Nummer 2.
Und, oh, das ist aus dem Smaragd, 1000 BP. Schön, schön, schön. Es läuft alles gerade wie geschmiert, irgendwie zugeschmiert. Kommt bestimmt nicht so irgendwas Ekelhaftes. Ich glaube nicht. Es läuft jetzt einfach nur auf die nächste Zwischensequenz. Ich hoffe. Was ist das denn? Da liegt eine Notiz, glaube ich. Oh, und irgendeine Puppe. Abschiedsworte an meinen lieben Vater. Du trauriger alter Mann, du wolltest eine neue Welt erschaffen und über diese Welt als Gott herrschen. Aber trotz all deiner Ambitionen konntest du diese schrecklichsten Gegner des Menschen nicht besiegen. Alter und Krankheit, du hattest alles. Aber ein schwächlicher Körper hat dich verraten. Und dann hat dein eigener Sohn deinen letzten erbärmlichen Hauch von Leben ausgelöscht, wodurch du zu nichts weiter als zu einer Fußnote der Geschichte wurdest. Du hast versagt, alter Mann. Aber keine Angst, dein Traum liegt fort. Du bist gescheitert. Und so werde ich dir von der hinterlassenen Macht das unterschätzbare Wissen, sowie die Testperson dazu nutzen, an deiner Stelle erfolgreich zu sein. Ich werde eine neue Welt erschaffen und über sie als Gott herrschen. Dein Vermächtnis wird lange vergessen sein, aber meines hat gerade erst begonnen. Möge deine Seele, solltest du je eine besessen haben, für ewige Qualen siegen. Und lasse die Hölle mit den nicht endenden Knirschen deiner Zähne wiederhallen. Ja! Schön. Der eine Größenwahnsinnige wird zum nächsten Größenwahnsinnigen. Ist das immer. Warte mal. Hübsch. Okay, da hat jemand einen ausgefeilten Kunstsinn. Ist das Müll? Oder ist das schon Düngersack oder so? Achso, das. Wohnst du noch oder lebst du schon? Oh nein. Ich weiß nicht wieso, aber es ist nicht gut. Ich denke, das war's. Ich glaube, das ist nicht gut. Beska! Die ist so gruselig. Das ist Heino. Hab ich's gesagt? Ich kann sie nicht leiden. Hab ich's gesagt vorhin? Reska? Der gute Mann? Die Frau hier neben Wesker. Das ist Wesker. Alex Wesker. Zwei Weskers? Willst du mich verarschen? Schwester? Ach du Scheiße. Hinter ihm. Ich wusste, dass du kommst. Ach, zum Kacke. Sie? Ende. Ja. Cliffhanger. Und schon wieder ein Teil, in dem Wesker vorkommt. Und ich sag mal, der gute Mann, Wesker. Wer war denn Wesker? Der war damals Anführer dieser Stars. Hat die dann verraten? Moment. Das ist Moiras. Nein, keine Spur von mir. Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Nein, da stehen alle unsere Namen drauf. Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Moira? Nett, nett. Krass. Hart. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Nächste Episode. Ja. Das Urteil. Judgment. Oh! Ich habe echt gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Nee. Oder ich hab's nicht gehofft. Also es.
weiterhin echt ein interessantes Spiel. Leute, wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat es erstmal gefallen. Ja. Es war manchmal ein bisschen nervenzerraubend, aber... Jetzt nochmal, aber kriegt deine Kugel durch den Kopf. Das war schon echt nicht schlecht. Also, dieser eine Bosskampf bringt mir nochmal ein bisschen Knochen. Ja, der hat dich ein bisschen in der Macht erschüttert. Total. Nee, ich glaube. Ja. Vor allem, glaubst du, das Vieh jetzt am Ende war Alex Wesker? Alex Wesker? Die Frau? Weil jetzt gerade hat er ja gesagt, die Frau wäre die, die das Experiment gemacht hat. Dann würde es ja auch Sinn machen, dass die ganze Zeit die alte Frau, die am... diese Stimme da. Armband redet, dass das Alex Wesker ist. Das könnte sein. Warum sagt sie zu ihm, ihr, der nette Mann? Oder meinte... Vielleicht meinte sie Wesker. Ich weiß nicht, der ist schon tausendmal gestorben, aber wer weiß, ne? Also, der kommt sogar Schurken. Ja. Bowser ist auch so. Ja. Gendorf. Jedes Mal sterben die und kommen im nächsten Teil wieder vor. Vielleicht ist ja wirklich Wesker noch da und hat Mora irgendwie... Vielleicht wollte er auch wirklich Natalia vor seiner Schwester beschützen, weil er irgendwie die Macht haben will und nicht die Schwester, oder will sie irgendwie ausboten. Wer weiß das schon. Gut. Weißt du, so Geschwisterliebe. Also, ja. Nicht wie der Song, sondern böses Blut. Das kann sehr gut sein. Es sind ja noch 3 Episoden offen. Boah. Ja. 3 Bosskämpfe mindestens. Ja, für dich die ganz harten und ich nur die lockeren. Ich hab keinen einzigen gewonnen. Ich bin allen gestorben. Ja, stimmt. Einen hat sogar eine komplette Folge bekommen. Und du hast ihn direkt beim ersten Mal getötet. Was für ein Abfuck. Ah, mein Ego pusht sich gerade so ein bisschen. Ja, na gut. Ja, Leute, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich noch wieder ein paar Skillpunkte verteilen. Genau. Und unsere Wertung sehen. Aber schreibt uns, wie es euch gefallen hat und ob ihr auch so gespannt seid, wie es weitergeht. Vielleicht wisst ihr es auch schon längst, wer weiß, wann diese Episode online kommt. Wahrscheinlich, da sind aber, ich gehe davon aus, rechnerisch, ja, würde ich fast sagen, da sind fast schon alle Episoden raus. Ja, aber trotzdem, wir bleiben dran. Ja, abonniert uns. Favorisiert uns, huldigt uns. Huldigt dem. Nein, huldigt uns nicht. Dem, was habe ich nur gesagt? Bossbasher. Bossbasher, huldigt dem Bossbasher. Mein Gott, wie lange geht denn der Abspann hier? Keine Ahnung, Motion Capture Team. Sind nur 2. 3, 4. Online Strategy Team. Ja, man hat etwa in dem Videoverlauf und Anfang oder Ende des letzten des Tomb Raider Verlaufs gesehen, wo ich so langsam erkranke an der Grippe. Oder vielleicht ist es auch der Virus. Oh ja. Mit die Hand abdrücken. Mit einem Heli gegen die Wand fahren. Ne, die haben jetzt hier so reingespuckt, bis den Kopf abhört. Dann könntest du vielleicht überleben. Brauche ich jetzt nicht die Kamera auszumachen. Na warte, ich hole meine Axt. Die du immer in deinem Rucksack hast. Ja. Der drillt neben dem Drillbohrer. Ja, genau. Neben meinem komischen Schienengewehr. Schienengewehr, stimmt. So. Completion. End. End. Wir haben es geschafft. Die Kette wählt rum. BAB. Zu Tode erschrocken. Erfolg. Oder Trophäe. Ja. Freigeschaltet, ja, Zeitlimit-Modus für Episode 2, Unsichtbar-Modus Episode 2, Unsichtbar-Modus sind ja alle Gegner so, nicht nur diese Insekten. Ja, ja. Aber das gibt's ja auch in allen Evil-Times schon immer. Ja. Besser als Genesis, 1000 BP, ja, das war's auch, 58,4% Treffergenauigkeit. Ein Neuversuch. Ja, gut, bei den ganzen, ja, du hast jetzt den S-Rang versaut. Ja, wäre ich immer die Bosskämpfe als erstes reingeschickt bin, kannst du mal gucken, wie es funktioniert und dann... Wir haben auf 6 Gegner folglich einen Schleichangriff ausgeführt, 3 Trickkisten geöffnet, mit Natalia 6 versteckte Objekte gefunden, 3 Sachen nur. Nicht geschafft haben wir, 6 Gegner mit dem Messer besiegt, im Lagerhaus in der Stadt 5 Revenant mit Schleichangriffen besiegt. Da waren wir aber kurz vor, oder? Ich glaube auch. 8 Gegner mit Zweitwaffen besiegt, 2 Gegner mit einem Folgeangriff besiegt, 8 Gegner mit Natalias Ziegelstein 15 Mal getroffen. Wer wirft denn 15 Mal einen Ziegelstein auf den Gegner? Natalia. Alle Augen des mutierten Petro zerstört und ihn dadurch besiegt. Ey, ich glaube, bei mir waren noch 4 Augen an seinem Körper. Auf der Vorderseite. Da waren noch 3.
5 Revenant besiegt, indem sie nur deren Schwachstelle treffen? Ja. Nein. Aber wir haben dafür recht viele Marken. Oh ja, 7 Marken und 2 von diesen komischen Zecken. Fehlt nur 2 Marken, ist gar nicht so schlecht. Ohne dass wir nachgeguckt haben oder so. 9170 Punkte. Boah. Vielleicht sollten wir echt hier mal runterskillen, dass wir hier drauf kommen. Das wird zwar nicht reichen, aber die beiden könnten schon mal machen. Ja, dann hau rein. So und so. Na, 5000 Punkte können wir dann den hier machen. 3000, wir könnten eigentlich. Ja. Zweitwaffenschaden. Ich glaube, ich finde den Zweitwaffenschaden noch gar nicht so schlecht, oder? Ja, stimmt eigentlich. Und dann würde ich, glaube ich, noch. Boah. Ich glaube, ich werde den jetzt noch maxen hier. Ja. Und dann haben wir auch alle Punkte schon mal ballert. Ging auch schneller diesmal. Spiel beenden. Jo. Warten wir noch auf den schönen Titelbildschirm. Ja, vielleicht haben wir noch irgendwas super Tolles. Ne, das war's. Ne, das war's. Dann verabschieden wir uns mal wieder. Wir sehen uns zur Episode 3. Folge 19 dann, glaube ich. Ja, 19. Ja, genau. Es geht voran. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst einen Kommentar da. Genau. Ciao. Ciao, ciao.